So, grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir schauen uns heute in der zweiten Einheit zum Übungsteil Arbeitsrecht das Kollektivvertragsrecht an. Vielleicht kurz zur Wiederholung. Wir haben letzte Einheit den Arbeitnehmerinnenbegriff gemacht, auch mit Abgrenzung Angestellte, Arbeiterinnen. Also wenn Sie sich das noch nicht angeschaut haben, sollten Sie das nachholen. Also vor allem auch, weil das sicher Einheit ist, die Sie in allen anderen Einheiten berücksichtigen müssen, weil einfach der Arbeitnehmerinnenbegriff immer wieder vorkommt. Heute eben Kollektivvertragsrecht und in der nächsten Einheit, also Donnerstag dann noch Betriebsvereinbarungen und Betriebsübergang. Das wäre dann sozusagen der Block vor Weihnachten. Und Sie kriegen dann auch noch wahrscheinlich im Laufe dieser oder spätestens im Laufe der kommenden Woche die Fälle für die drei Einheiten nach Weihnachten. Die Mitarbeitsüberprüfung für Kollektivvertragsrecht ist sozusagen jetzt abgeschlossen mit Beginn der Einheit und für die Betriebsvereinbarungen und für den Betriebsübergang, also für diese Multiple-Choice-Tests auf Learn, wenn Sie in meiner Lehrveranstaltung sind, haben Sie noch bis Donnerstag Zeit. Ansonsten, was gibt es noch organisatorisch? Genau, wenn Sie nicht in dieser Lehrveranstaltung bei mir jetzt angemeldet sind, können Sie natürlich trotzdem gerne teilnehmen. Hauptsächlich Fälle durchbesprechen, die finden Sie auf meiner persönlichen Website auf der WU, also wenn Sie aufs Institut für Arbeits- und Sozialrecht der WU gehen und dort unter Mitarbeiterinnen mich suchen, dann finden Sie die Fälle. Gut, dann habe ich insofern News, als dass sich wahrscheinlich der Klausurtermin für den ersten Antritt am 27. Eben auf den 27. Jänner verschieben wird. Also ich glaube, in der letzten Einheit habe ich noch den 25. angekündigt. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass wir da in Rücksprache mit der Großprüfungsadministration einen Termin finden müssen, wo einfach die Serverauslastung der WU passt, damit Sie, wenn Sie dann die Klausur bearbeiten, einfach keine technischen Probleme haben. Gut, sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich Ihnen noch organisatorisch berichten könnte, außer dass die Folien für die LV-Einheit, die finden Sie natürlich in Learn. Also für diese, die habe ich schon hochgeladen und dann für die dritte Einheit stelle ich sie auch wieder rechtzeitig rauf. Gut, dann beginnen wir mit dem Kollektivvertragsrecht. Und der Kollektivvertrag ist ja irgendwie etwas, das Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, einfach immer wieder unterkommen wird. Also was weiß ich, denken Sie daran, also der Handelskollektivvertrag ist etwa einer der größten österreichischen Kollektivverträge. Oder wir haben zum Beispiel den Metaller Kollektivvertrag, der auch es jedes Jahr in die Zeitung schafft, weil er eben so eine maßgebliche Wirkung für andere Kollektivverträge hat. Also wenn da die Lohnabschlüsse besonders hoch sind, also die Löhne und Gehälter besonders hoch angehoben werden, meistens geht man da irgendwie von der Inflation aus, dann orientieren sich auch die Kollektivvertragsabschlüsse oder andere Kollektivvertragsabschlüsse daran. Aus einer juristischen Perspektive ist aber der Kollektivvertrag doch recht kompliziert. Und was es so kompliziert macht, und ich glaube, das ist für viele Studierende ein Problem, ist, dass er eigentlich irgendwie ganz ein weirdes Konstrukt ist. Und dafür würde ich Ihnen jetzt gleich einmal ans Herz legen, mit mir ins Arbeitsverfassungsgesetz zu schauen. Nämlich, was klar ist, also sozusagen der Kollektivvertrag ist da in den Paragraphen 2 fortfolgende Arbeitsverfassungsgesetz geregelt. Und da steht natürlich zunächst einiges drin, also dass eben zum Beispiel in Paragraph 2 Absatz 1 der Kollektivvertrag eine Vereinbarung, die zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften etc. pp. Schriftlich abgeschlossen wird. Also wir haben es grundsätzlich einmal mit einer Vereinbarung zu tun. Wenn wir dann weiterschauen, zum Beispiel in den Paragraphen 11, und die gibt es jetzt sozusagen gekürzt wieder, dann sagt uns der Absatz 1, die Bestimmungen des Kollektivvertrages innerhalb seines fachlichen, räumlichen und persönlichen Geltungsbereiches unmittelbar rechtsverbindlich. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben es mit einer Vereinbarung, also einem Vertrag, also
noch einmal ein ganz, eigentlich grundsätzlich ein ganz normales privatrechtliches Rechtsgeschäft zu tun, das aber Normwirkung hat, also materiell wie ein Gesetz wirkt. Und das ist genau das, was ich gemeint habe damit, dass der Kollektivvertrag eigentlich was ganz Weirdes ist. Nämlich, er ist auf der einen Seite ein Vertrag und gleichzeitig ein Gesetz. Das heißt, wenn wir sagen, es wirkt wie ein Gesetz, er bindet Dritte. Und jetzt könnten Sie sagen, naja, das ist uns aus dem Privatrecht schon bekannt. Da gibt es ja sozusagen Verträge zugunsten und zulasten Dritter. Aber das ist was anderes. Das ist eine rein privatrechtliche Wirkung. Der Kollektivvertrag wirkt eben wie ein Gesetz, zumindest der normative Teil. Und da ist klar, wenn wir und sozusagen ohne weitere Voraussetzungen kann der auch Bestimmungen vorsehen, die zulasten einer Partei gehen. Also denken Sie nur an Mindestlohnbestimmungen. Die Bestimmung, dass zum Beispiel in einem bestimmten Kollektivvertrag allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zumindest ein Gehalt, sagen wir, von 1.800 Euro brutto gezahlt werden muss, ist natürlich eine Vereinbarung zulasten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Das wäre jetzt rein aus einer zivilrechtlichen Brille nicht möglich, sondern das ergibt sich rein aus dem Arbeitsverfassungsgesetz. Es ist also für uns irgendwie klar, dass das ganz eine besondere autonome Rechtsetzungsbefugnis ist, die natürlich nicht einfach jeder haben kann, weil damit eine große Verantwortung einhergeht. Und wenn Sie das sozusagen im Hinterkopf behalten, dann verstehen Sie auch, warum zum Beispiel, was es mit der Kollektivvertragsfähigkeit auf sich hat. Also die Kollektivvertragsfähigkeit bestimmt eben, wer einen Kollektivvertrag abschließen kann. Das ist also quasi aus der zivilrechtlichen Brille gesprochen eine besondere Form der Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Und dann geht es in einen zweiten Schritt, also in den Paragraphen 8 bis 12, im Wesentlichen darum, wer unterliegt diesem Kollektivvertrag oder, wenn wir ganz genau wären, den normativen Bestimmungen dieses Kollektivvertrags. Weil, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, untergliedert sich der Kollektivvertrag in den schuldrechtlichen und den normativen Teil. Das heißt, zum Beispiel die meisten Kollektivverträge werden auf der Arbeitgeberinnenseite von der Wirtschaftskammer abgeschlossen und auf der Arbeitnehmerinnenseite von der Gewerkschaft. Und der Kollektivvertrag kann einerseits bestimmte Regelungen haben, der nur die beiden etwas angeht, also Wirtschaftskammer und Gewerkschaft. Da kann es zum Beispiel darum gehen, wie lang gilt diese Vereinbarung. Also kann der Kollektivvertrag gekündigt werden? Ist er vielleicht befristet abgeschlossen? Ich habe gerade früher mit der Kollegin Kein über die Schlichtungsklauseln diskutiert. Also wenn zum Beispiel die Kollektivverträge eine unklare Regelung vorsehen, dann können die Parteien vereinbaren, dass es eine Art Schlichtung gibt, wo dann entschieden wird, wie das auszulegen ist. Und dann gibt es eben diesen normativen Teil, also wo wirklich materielles Gesetzesrecht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozusagen erschaffen wird. Also zum Beispiel das 13., 14. Gehalt, das Sie wahrscheinlich kennen, das ergibt sich aus keinem Gesetz in Österreich, sondern das ist rein Kollektivvertragsrecht. Und das ist aber wie ein gesetzlicher Anspruch, obwohl eben der Kollektivvertrag eigentlich ein Vertrag ist. Und bei der Kollektivvertragsunterworfenheit geht es eben vor allem darum, welche Arbeitgeber und welche Arbeitnehmer von diesen Kollektivverträgen erfasst sind. Also wir würden sozusagen, oder auf die das anwendbar ist. Also wie beim Gesetz müssen wir auch da den Anwendungsbereich, den persönlichen Anwendungsbereich in dem Fall klären. Gut, wir starten rein und schauen uns zunächst die Kollektivvertragsfähigkeit an. Da haben wir insbesondere zwei Gruppen, die wir uns für die Prüfung ganz besonders merken müssen. Und das sind die ersten zwei, die gesetzlichen Interessensvertretungen und die freiwilligen Berufsvereinigungen. Die sind auch praktischerweise in § 4 Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz und in 4 Absatz 2 Arbeitsverfassungsgesetz geregelt. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass Sie im Hinterkopf behalten, dass eben der Kollektivvertrag ganz eine besondere Form der Rechtsetzung ist und dass man das halt nicht einfach jeden, der halt irgendwie Verträge schließen kann, das können wir ja alle grundsätzlich Geschäftsfähigkeit, das kann nicht einfach jeden übertragen werden, diese Verantwortung, sondern das Arbeitsverfassungsgesetz stellt sicher, dass das nur ganz bestimmten Körperschaften übertragen wird. Und das sind zunächst einmal die gesetzlichen Interessensvertretungen. Das sind
sozusagen die wichtigsten zwei Beispiele. Das ist die Wirtschaftskammer auf Arbeitgeberinnenseite und die Arbeiterkammer auf Arbeitnehmerinnenseite. Das sind gesetzliche Interessensvertretungen, weil sie von Gesetz wegen eingerichtet sind. Das heißt, dass sozusagen die Wirtschaftskammer ist keine GmbH oder Aktiengesellschaft, sondern das ist eine juristische Person öffentlichen Rechts, das durch das Wirtschaftskammergesetz eingerichtet wurde. Genauso die Arbeiterkammer, da gibt es das Arbeiterkammergesetz. Zu diesen ganzen gesetzlichen Interessensvertretungen gehören auch noch viele andere Berufskammern, zum Beispiel die Kammer der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die der Wirtschaftstreuhänder, die Ziviltechniker, also Architekten, Apotheker, Ärzte etc. Die sind alle gesetzliche Interessensvertretungen. Und da ist natürlich klar, der Gesetzgeber hat die ja selber eingerichtet und sagt da explizit drin, also zum Beispiel im Arbeiterkammergesetz finden Sie es in § 78 Arbeiterkammergesetz, da schreibt er explizit rein, die sind kollektivvertragsfähig. Da kann er sich also sicher sein, weil er die ja auch selber eingerichtet hat, dass die diese Verantwortung wahrnehmen können. Bei den freiwilligen Berufsvereinigungen ist es schon ein bisschen anders. Das sind nämlich aus sozusagen einer gesellschafts-privatrechtlichen Sicht grundsätzlich oder fast immer Vereine. Das heißt, das könnten Sie oder ich auch einfach gründen. Und bei den freiwilligen Berufsvereinigungen, die sind daher anders als die gesetzlichen Interessensvertretungen, die ja ex lege kollektivvertragsfähig sind, ist es bei den freiwilligen Berufsvereinigungen eine Verleihung, die wir brauchen. Das heißt, das Gesetz gibt uns in § 4 Absatz 2 gewisse Voraussetzungen vor, die eben diese Vereine erfüllen müssen, und dann können die zum Bundeseinigungsamt gehen, das ist so eine besondere Verwaltungsbehörde beim Arbeitsministerium, wo ich diesen Antrag stellen kann, und wenn ich diese Voraussetzungen erfülle, dann wird mir das verliehen. Also es ist klar, gesetzliche Interessensvertretungen, der Gesetzgeber stellt selber sicher, dass die Körperschaften so ausschauen, wie er es will, und verleiht ihnen deswegen die KV-Fähigkeit. Bei den freiwilligen Berufsvereinigungen, das kann jeder von uns gründen. Wir könnten jetzt zum Beispiel einen Verband, also Sie, wenn wir irgendwie ein besonderes Interesse an, sagen wir, IT-Unternehmen haben, könnten wir einen Verband der IT-Unternehmen gründen, und dann könnten wir, wenn wir eben diese gewissen Voraussetzungen erfüllen, die wir uns gleich anschauen, könnten wir uns das verleihen lassen. Also da stellt der Gesetzgeber sicher, dass sozusagen mit dieser Macht Kollektivvertragsfähigkeit ordnungsgemäß umgegangen wird. Da stellt er so sicher, dass er das an gewisse Voraussetzungen knüpft. Ähnlich bei den Vereinen. Da ist es nur so, dass da der Verein selbst, also zum Beispiel die Wiener Symphoniker sind so ein Verein, und die sind dann für sich selbst kollektiv vertragsfähig. Bei den freiwilligen Berufsvereinigungen ist es hingegen natürlich so, dass zum Beispiel auf Arbeitgeberseite ja ganz bekannt ist die Industriellenvereinigung, und die schließt natürlich nicht für sich selbst, sondern für ihre Mitglieder den Kollektivvertrag ab. Und dann haben wir noch etwas Besonderes, nämlich die juristischen Personen öffentlichen Rechts. Das ist zum Beispiel der ORF. Es gibt einen ORF-Kollektivvertrag. Die sind natürlich auch durch Gesetz eingerichtet. Die sind in der Regel nicht Mitglied einer gesetzlichen Interessensvertretung, weil zum Beispiel was für ein ORF grundsätzlich in Frage kommen würde, wäre vielleicht noch die Wirtschaftskammer, aber der § 2 Wirtschaftskammergesetz regelt abschließend, wer Mitglied ist, und da fällt der ORF einfach nicht drunter. Das heißt, wenn der ORF weder bei einer gesetzlichen Interessensvertretung noch bei einer freiwilligen Berufsvereinigung sein kann, dann würde es für ihn keinen Kollektivvertrag geben. Deswegen hat man es für geschickt empfunden, dem einfach selbst die Kollektivvertragsfähigkeit zu verleihen. Gut, zur besonderen Verwirrung muss man wahrscheinlich noch dazu sagen, dass zum Beispiel auch die Wirtschaftskammer nach § 7 Arbeitsverfassungsgesetz kollektivvertragsfähig ist. Da schließt sie aber nicht einen Kollektivvertrag für ihre Mitglieder ab, sondern für sich selbst. Also wenn zum Beispiel die Wirtschaftskammer nach 4 Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz als gesetzliche Interessensvertretung einen Kollektivvertrag abschließt, dann schließt sie zum Beispiel etwas wie den Handelskollektivvertrag ab. Der bindet dann normativ alle Handelsunternehmen und die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn sie hingegen nach § 7 als juristische Person des öffentlichen Rechts tätig wird, dann handelt sie für sich selbst, dann regelt sie die Arbeitsverhältnisse, die zwischen der Wirtschaftskammer und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Wirtschaftskammer bestehen. Also das ist vielleicht oft etwas, was wir bei Multiple-Choice-Fragen ein bisschen als sozusagen Trickfrage verwenden.
Gut, aber das sollte im Wesentlichen klar sein, also wie man das auch noch unterteilen könnte, wäre eben die ersten zwei gesetzlichen Interessenvertretungen und freiwillige Berufsvereinigungen, die schließen sozusagen den normativen Teil für ihre Mitglieder ab, nicht für sich selbst, wohingegen Vereine, die juristische Personen öffentlichen Rechts auf Arbeitgeberseite und nur auf Arbeitgeberseite für sich selbst abschließen. Was man noch sagen kann, ganz kurz noch, eben gesetzliche Interessenvertretungen, haben wir schon besprochen, wer das ist. Da ist für Sie ganz wichtig, Sie merken sich die Wirtschaftskammer. Da reicht es dann auch bei der Prüfung, eben, wie haben wir gesagt, Kollektivvertragsfähigkeit ex lege, dass Sie einfach hinschreiben, naja, die Wirtschaftskammer ist eine gesetzliche Interessensvertretung nach 4 Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz und ist damit, ohne weitere Voraussetzungen erfüllen zu müssen, kollektivvertragsfähig. Eine wichtige freiwillige Berufsvereinigung ist hingegen der ÖGB und seine Fachgewerkschaften, also die Gewerkschaft, die natürlich auf Arbeitnehmerseite tätig wird. Die haben die Kollektivvertragsfähigkeit verliehen bekommen. Jetzt ist es grundsätzlich so, dass sie dann eigentlich prüfen müssten, wurde das denen tatsächlich verliehen? Die Verleihung ist in § 5 Arbeitsverfassungsgesetz geregelt und meistens, also der Vollständigkeit halber, wollen wir dann natürlich von Ihnen auch hören, ob diese Verleihung rechtskonform war, also ob die freiwillige Berufsvereinigung das wirklich erfüllt. Beim ÖGB und bei den Fachgewerkschaften müssen Sie das nicht machen, weil die einfach tatsächlich, also in der Praxis, tatsächlich fast alle Kollektivverträge auf Arbeitnehmerseite abschließen und das einfach von Haus aus klar ist, dass denen das verliehen wurde, dass die Voraussetzungen erfüllen etc. pp. Wir werden es aber auch zum Beispiel, also bei der Klausur ist das durchaus realistisch und auch gleich im ersten Fall, werden wir sozusagen als Ihre Prüferinnen und Prüfer uns immer wieder vielleicht eine freiwillige Berufsvereinigung ausdenken, wo sie das dann durchprüfen müssen. Gut. Ganz kurz noch, wie schaut es jetzt bei den freiwilligen Berufsvereinigungen und bei den Vereinen aus? Wann müssen die sich das oder wann können die sich das zuerkennen lassen? Bei den freiwilligen Berufsvereinigungen, die müssen zum einen in den Statuten, also sozusagen der Verein hat ja Statuten und da müssen sie sich das Ziel setzen, die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder zu regeln. Wenn Sie sich die Folien dann anschauen, ich habe Ihnen einen Link zum Beispiel zur industriellen Vereinigung reinkopiert und zum ÖGB und da finden Sie das, dass sozusagen das sind zwei Körperschaften, denen das tatsächlich verliehen wurde und die haben das auch tatsächlich in ihren Statuten stehen. Dann brauchen wir den größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich. Das ist jetzt spannender, als es klingt. Größerer fachlicher Wirkungsbereich heißt halt, dass sie eine gewisse Sparte abdecken muss. Also zum Beispiel, was jetzt nicht gehen würde oder nur schwer gehen würde, wäre zum Beispiel der Drogeriehandel, also Kosmetika etc. Da würden wir wohl sagen, das wäre fachlich vielleicht zu eng, wahrscheinlich müsste es der gesamte Handel sein. Und räumlich ist einfach klar, das wird in der Regel das ganze österreichische Bundesgebiet sein. Wir haben Ausnahmen zum Beispiel beim Gastgewerbe, da ist es, haben wir für sozusagen die Entgeltvorschriften von Gastgewerbekollektivverträgen sind für jedes Bundesland abgeschlossen, aber es wäre dann zum Beispiel jedenfalls unzulässig und ich glaube, das ist eher ein beliebtes Lehrbuchbeispiel für die Drogerie-Supermärkte im ersten Wiener Gemeindebezirk einen Kollektivvertrag abzuschließen, beziehungsweise dass die sich überhaupt zusammentun und sich die freiwillige Kollektivvertragsfähigkeit zuerkennen lassen. Dann die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung. Das ist schon weniger offenkundig, was damit gemeint ist. Da geht es darum, wir gründen einen Verband und bei der maßgeblichen wirtschaftlichen Bedeutung geht es darum, wie viele der potenziellen Mitglieder, die wir ansprechen, sind tatsächlich Mitglieder in unserem Verein. Also nehmen wir wieder das Beispiel, das wir früher angesprochen haben. Wir gründen einen Verband für österreichische IT-Unternehmen. Und die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung haben wir dann, wenn ein gewisser Prozentsatz der in Frage kommenden österreichischen IT-Unternehmen tatsächlich auch unserem Verband beitritt. Das heißt, noch laut Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs sind es zumindest 8,5%. Es gibt da Entscheidungen, wo er gesagt hat, es muss noch höher sein, bei 23%, wobei das heute ein bisschen strittig ist, ob er da die Latte nicht ein bisschen zu hoch angesetzt hat. Und dann haben wir noch die Gegner- oder die Gegnerinnenunabhängigkeit. Das heißt, schlicht und ergreifend, wenn wir einen Verein gründen und sagen, wir beschäftigen uns mit IT, dann könnten natürlich da sowohl Unternehmen beitreten, als auch zum Beispiel Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich irgendwie mit IT-Fragen beschäftigen.
Und damit wir aber zum Beispiel als Arbeitgeberverband auftreten, ist es natürlich wichtig, dass wir sozusagen eine homogene Gruppe haben, die wir vertreten. Weil es ist natürlich irgendwie nicht möglich oder schon offenkundig falsch, dass wenn wir jetzt einen Verband haben, wo wir sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen drin haben und sozusagen natürlich verpflichtet sind, die Interessen aller unserer Mitglieder zu vertreten, dass wir dann nur für eine Seite einen Kollektivvertrag verhandeln. Das heißt, bei der Gegnerinnenunabhängigkeit geht es darum, dass wirklich entweder nur Arbeitgeber oder nur Arbeitnehmer bei unserem Verein Mitglieder sind. Also zum Beispiel klarerweise beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, beim ÖGB, sind nur Arbeitnehmer Mitglieder. Bei der Wirtschaftskammer, falsches Beispiel, weil es ja Gesetz Interessenvertretung, ich wollte sagen, bei der industriellen Vereinigung sind natürlich nur Arbeitgeber Mitglieder. So, Zuerkennung der Vereine ganz kurz, weil das ist sozusagen für die Prüfung nicht sonderlich relevant. Das ist in 4 Absatz 3 geregelt. Das muss ein ideeller Verein nach Vereinsgesetz sein und er muss auch wieder die maßgebliche Bedeutung nach der Zahl der Mitglieder haben, Umfang der Tätigkeit, Zahl der Arbeitnehmer, da heißt natürlich Zahl der Mitglieder, sozusagen wie viel Arbeitnehmer erfasse ich etc. Was noch ganz wichtig für die Prüfung ist, das muss natürlich zuerkannt werden. Das heißt, es reicht in beiden Fällen, sowohl bei der freiwilligen Berufsvereinigung als auch beim Verein, nicht, dass die einfach diese Voraussetzungen erfüllen, sondern ich muss eben zum Bundeseinigungsamt gehen, das beantragen und dann wird mir das mit Bescheid verliehen. Und erst sozusagen, wenn der Bescheid in Rechtskraft erwächst, habe ich konstitutiv die KV-Fähigkeit bekommen, um noch 100%ig genau zu sein, müsste man sagen, ja, es kommt sogar noch auf die Kundmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung drauf an. Gut, schauen wir weiter. Wir haben dann auch verschiedene Kollisionsfälle. Die mache ich jetzt nur ganz kurz durch, weil wir das im Fall ohnehin noch genauer besprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der freiwilligen Berufsvereinigung bin und gleichzeitig bei einer gesetzlichen Interessensvertretung, also zum Beispiel, sagen wir über Handelsunternehmen, bin dadurch nach § 2 WKG, also Wirtschaftskammergesetz, Mitglied der Wirtschaftskammer. Die Faustregel ist, jeder, der eine Gewerbeberechtigung hat, ist auch Mitglied der Wirtschaftskammer. Und da ich natürlich für Handelsunternehmen eine Handelsgewerbeberechtigung brauche, bin ich Mitglied der Wirtschaftskammer. Ich könnte aber zum Beispiel auch eine freiwillige Berufsvereinigung gründen. Also wenn ich jetzt sage, das, was die Wirtschaftskammer da im Handelskollektivvertrag verhandelt, das kann ich besser und schließe mich da mit anderen Handelsunternehmen zusammen und wir gründen den Handelsverband Österreich, dann könnten wir uns die KV-Fähigkeit zuerkennen lassen. Und dann, wenn wir dann einen Kollektivvertrag abschließen, dann geht dieser Kollektivvertrag dem der Wirtschaftskammer vor. Wenn ich ein Verein bin, habe ich eben grundsätzlich, kann ich mir auch die KV-Fähigkeit zuerkennen lassen. Die juristischen Personen öffentlichen Rechts sind bereits ex lege KV-fähig, aber wenn ich entweder Mitglied einer gesetzlichen Interessensvertretung oder einer freiwilligen Berufsvereinigung wäre, dann entfällt die KV-Fähigkeit wieder. Das heißt einfach, dass die beiden Kollektivverträge, also freiwillige Berufsvereinigung und gesetzliche Interessensvertretung, vorgehen. In der Praxis wird es aber selten der Fall sein, dass ein Verein oder eine juristische Person gleichzeitig auch Mitglied einer der beiden Körperschaften ist. Gut, dann haben wir noch die KV-Unterworfenheit. Also was wir bisher besprochen haben, ist, wer kann, unter Anführungszeichen wann, einen Kollektivvertrag abschließen. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, für wen der gilt. Da gibt es im Wesentlichen zwei Bestimmungen, die wir uns merken müssen. Das ist zum einen der § 8 und der § 12. Arbeitgeber, für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist grundsätzlich einmal nur der § 8 relevant. Es gibt dann noch den § 2 Absatz 13 Gewerbeordnung, das schauen wir uns dann gleich an. Außenseiterwirkung betrifft hingegen ausschließlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gut, also machen wir es zuerst aus Sicht der Arbeitgeberinnen und der Arbeitgeber. Da ist vor allem der § 8 Ziffer 1 Fall 1 wesentlich, der sagt, KV-angehörig ist, wer zu dem Zeitpunkt des Abschlusses des Kollektivvertrags Mitglied der KV-abschließenden Körperschaft ist oder später wurde. Das heißt schlicht und ergreifend, wenn die Wirtschaftskammer den Handelskollektivvertrag abschließt, dann sind, sozusagen oder genauer gesagt, schließt dann meistens zum Beispiel der Fachverband für Handel ab, dann sind all jene Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kollektivvertragsunterworfen, die eben beim Fachverband für Handel Mitglieder sind.
Bei den Arbeitnehmerinnen wäre die Mitgliedschaft, der Handelskollektivvertrag wird zwischen der Wirtschaftskammer auf der einen Seite und der Gewerkschaft auf der anderen Seite, wäre dann die Gewerkschaftsmitgliedschaft sozusagen das Faktum, das uns die Mitgliedschaft nach 8 Ziffer 1 verschafft. So, dann, was es noch gibt, ist dann zum Beispiel 8 Ziffer 2, das regelt einen besonderen Fall des Betriebsübergangs, das machen wir dann später. Da geht es darum, dass ein Unternehmen, das Kollektiv, ein Betrieb, das zunächst einem kollektivvertragsangehörigen Unternehmen angehört hat, auf ein kollektivvertragsfreies Unternehmen übergeht und dann wird sozusagen die Kollektivvertragsangehörigkeit mitgenommen. Das ist aber jetzt weniger wichtig, das machen wir in der nächsten Einheit bei der KV, beim Betriebsübergang. Was wir dann noch auf Arbeitgeberseite haben, ist eben diese fingierte KV-Angehörigkeit nach 2 Absatz 13 Gewerbeordnung. Da geht es um den Fall, natürlich, ich muss eine Gewerbeberechtigung muss der Arbeitgeber oder das Unternehmen bei der Wirtschaftskammer beantragen. Wenn ich das nicht beantrage, bin ich auch nicht Mitglied. Und rein, wenn wir uns den Paragraphen 8 anschauen würden, dann würde das bedeuten, dass wenn ich die Gewerbeberechtigung nicht beantragt habe, damit auch nicht Mitglied der Wirtschaftskammer bin, ich auch nicht KV-angehörig bin. Das würde natürlich dazu führen, dass sozusagen die Unternehmen, die sich rechtswidrig verhalten, indem sie nämlich das Gewerberecht nicht beachten, auch einen arbeitsrechtlichen Vorteil hätten. Und den schützt sozusagen der Paragraph 2 Absatz 13 Gewerbeordnung vor. Der sagt im Wesentlichen nichts anderes, als wenn ein Unternehmen zu Unrecht sozusagen eine Gewerbeberechtigung nicht löst bei der Wirtschaftskammer, dann gilt trotzdem für sie der Kollektivvertrag, der für sie gegolten hätte, wenn sie sozusagen dem Gewerberecht entsprochen hätten. Gut, also wir merken uns grundsätzlich KV-Angehörigkeit auf Arbeitgeberseite nach § 8 Absatz 8 Ziffer 1. Das heißt im Wesentlichen, wenn Sie einen Fall der Wirtschaftskammer haben, dann müssen Sie uns einfach sagen, dass der Arbeitgeber, um den es dann im Fall geht, KV unterworfen bzw. KV-angehörig ist, weil er eben Mitglied der Wirtschaftskammer ist. Wenn zum Beispiel eine freiwillige Berufsvereinigung abschließt, dann geht es natürlich um die Mitgliedschaft bei dieser freiwilligen Berufsvereinigung. Also wenn zum Beispiel die industriellen Vereinigungen in einem Sachverhalt einen Kollektivvertrag abschließen würde, dann müssen Sie natürlich im Sachverhalt oder sozusagen in Ihrer Lösung nachweisen, dass im Sachverhalt gesagt wurde, dass das Unternehmen Mitglied der industriellen Vereinigung ist. Und dann eben dieser Spezialfall des 2 Absatz 13. Dann zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da haben wir gesagt, wir haben gesagt, grundsätzlich schließt es der Österreichische Gewerkschaftsbund ab. Das ist natürlich ein Verein und bei diesen freiwilligen Berufsvereinigungen ist es natürlich so, dass die nur aufgrund freiwilliger Mitgliedschaft dass die auf freiwilliger Mitgliedschaft aufbauen. Also gehen wir nochmal zurück. Habe ich das jetzt gar nicht in der Aufzählung. Was wir nämlich noch brauchen, ist bei den freiwilligen Berufsvereinigungen, wenn Sie mit mir in den 4 Absatz 2 schauen, dann sehen wir, dass das freiwillige Berufsvereinigungen immer nur Zusammenschlüsse aufgrund freiwilliger Mitgliedschaft sind. Also der Paragraph 4 Absatz 2 sagt, kollektivvertragsfähig sind die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Der ÖGB ist also jedenfalls mit freiwilliger Mitgliedschaft. Das heißt, damit der Arbeitnehmer nach 8 Ziffer 1 KV-angehörig ist, muss er Mitglied der Gewerkschaft sein. Das ist eben freiwillig. Anders bei der Arbeiterkammer, da sind sie in der Regel Pflichtmitglied. Gut, und dann gibt es auch noch die Außenseiterwirkung. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen haben, sagen wir haben ein Handelsunternehmen. Normalerweise, wenn ich im Teaching Center unterrichte, sieht man da auf dem Campus runter und da unten ist der Spar. Und dann können Sie sich diese Sparfiliale vorstellen. Das Unternehmen Spar ist natürlich Mitglied der Wirtschaftskammer, nämlich der Sparte Handel. Und die ist deswegen KV-angehörig nach 8 Ziffer 1, weil sie eben Mitglied der Wirtschaftskammer sind. Und in diesem Spar gibt es jetzt aber verschiedene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und der Handelskollektivvertrag wurde zwischen der Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft abgeschlossen. Die Arbeitnehmer im Spar, die jetzt Gewerkschaftsmitglieder sind, die sind auch nach 8 Ziffer 1 KV-angehörig. Es gibt aber vielleicht solche, die nicht Gewerkschaftsmitglieder sind und für die kann deswegen natürlich auch der Kollektivvertrag nicht nach 8 Ziffer 1 zur Anwendung kommen. Da hilft uns aber die Außenseiterwirkung, die sagt,
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht Mitglieder sind, die kriegen auch sozusagen den Kollektivvertrag, nämlich den, der für den Arbeitgeber gilt, also in dem Fall wiederum den Handelskollektivvertrag. Das heißt, die Außenseiterwirkung bemisst sich immer nach der KV-Angehörigkeit des Arbeitgebers, mit dem ich meinen Vertrag habe. Und so schaffen wir es in Österreich zu einer relativ hohen Abdeckung an Kollektivverträgen. Also grundsätzlich sind 98% aller österreichischen Arbeitsverhältnisse von einem Kollektivvertrag erfasst. In anderen Ländern schaut es ganz anders aus, zum Beispiel in Deutschland. Da haben wir zwar auch ein System, dass der KV normativ wirkt und dass es da auf die Mitgliedschaft ankommt. Es gibt aber bei den Arbeitnehmern keine Außenseiterwirkung und deswegen geht dort einfach, weil die Gewerkschaftsmitgliedschaft, also die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder stark sinkt auch die Kollektivvertragsabdeckung in Deutschland. Gut, noch ganz kurz, wie komme ich jetzt genau zur KV-Angehörigkeit der Arbeitgeber? Wie gesagt, grundsätzlich geht es über die Gewerbeberechtigung. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen GISA-Auszug machen. Das ist sowas wie das Firmenbuch nur für Gewerbeberechtigungen. Da sehen Sie zum Beispiel, ich habe dieses Glashaus, das Sie dort beim Campus finden, das Restaurant habe ich mir angeschaut. Und da steht zum Beispiel, dass das ein Gastgewerbe ist. Und dann können Sie einfach bei der Gastronomie über die Wirtschaftskammer suchen, welche Kollektivverträge für die Gastronomie anwendbar sind. Und so kommen Sie dann zum KV für Hotel- und Gastgewerbe. Also wie das funktioniert, noch einmal im Schnelldurchlauf, ist, ein Unternehmen kann natürlich gewisse unternehmerische Tätigkeiten nur aufgrund einer Gewerbeberechtigung ausüben. Dafür muss ich mich bei der Wirtschaftskammer melden. Die erteilen mir eine Gewerbeberechtigung. Dadurch werde ich Mitglied einer bestimmten Unterorganisation der Wirtschaftskammer, also zum Beispiel dem Fachverband für Hotel- und Gastgewerbe. Und dieser Fachverband schließt dann den Kollektivvertrag ab und genau diesem Kollektivvertrag gehöre ich dann auch an. Gut, jetzt haben wir besprochen, wer darf einen Kollektivvertrag abschließen, für wen gilt dieser Kollektivvertrag und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, welche Voraussetzungen muss dieser Kollektivvertrag erfüllen. Klar ist, wenn das wie ein Gesetz wirkt, dann kann das nicht sozusagen einfach wie vielleicht andere zivilrechtliche Vereinbarungen mündlich oder konkludent erfolgen, sondern um was es beim Kollektivvertrag vor allem geht, sind gewisse Publizitätsvorschriften. Also das muss einfach nachvollziehbar für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. Da muss einfach sozusagen ein gewisser Informationsfluss hergestellt sein, damit die auch um ihre Rechte wissen. Das heißt zum einen, wir haben ein Schriftlichkeitsgebot. Schriftlichkeit heißt grundsätzlich, und das betont das Arbeitsverfassungsgesetz noch einmal, immer Unterschriftlichkeit. Wir brauchen einen zulässigen Regelungsinhalt. Der ist im 2 Absatz 2 Arbeitsverfassungsgesetz geregelt und da ist mir ganz besonders wichtig die Ziffer 2. Die schauen wir uns ganz kurz an. Die sagt nämlich, durch Kollektivvertrag können geregelt werden, und jetzt die Ziffer 2, die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Sie merken, das ist ein extrem weiter Begriff, der so gut wie alles fasst. Das sind natürlich alle möglichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, angefangen von Kündigungsfristen über Mindestlohnbestimmungen, über das 13., 14., über vielleicht besondere Pensionsregelungen etc. pp. Das heißt aber auch, wenn Sie zum Beispiel einen Kollektivvertrag prüfen, dann betonen Sie das auch immer. Also zum Beispiel, wenn es um eine Mindestentgeltbestimmung geht, müssen Sie uns dann auch konkret sagen, der Kollektivvertrag ist unter anderem deswegen gültig zustande gekommen, weil Mindestlohnvorschriften eben zulässiger Regelungsinhalt von Kollektivverträgen sind, nämlich gemäß 2 Absatz 2, Ziffer 2. Das merkt man sich eh. Einfach 222. Gut, dann eh klar, das finden Sie zum Beispiel im DRIS-Lehrbuch ganz gut, einfach so diese Normenpyramide. Natürlich, der Kollektivvertrag darf jetzt zum Beispiel nicht gegen zwingendes Gesetzesrecht verstoßen und natürlich vor allem auch nicht gegen Grundrechte. Ein Fall, wo der Kollektivvertrag gegen Grundrechte verstoßen hat, der in letzter Zeit für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, war natürlich diese Regelung unter anderem, also Sie haben das ja mitgekriegt, im Arbeitsruhegesetz war das mit dem Karfreitag geregelt und das steht auch in vielen Kollektivverträgen drin und da wurde dann diskutiert, dass natürlich dann auch die Kollektivverträge sozusagen gleichbehandlungswidrig sind.
Dann eben noch einmal angesprochen, besondere Kundmachungsvorschriften, das ist eben die Hinterlegung und die Kundmachung der Hinterlegung eben wieder im Amtsblatt der Wiener Zeitung. Gut, und wir schauen uns jetzt den ersten Fall an. Nur ganz kurz, weil das sozusagen ein Feedback zur letzten Einheit war, ich lese den Fall schnell mit Ihnen durch, einfach nur damit Sie nochmal alles präsent haben, aber ich lese ihn eben deswegen so schnell durch, weil ich mir grundsätzlich erwarte, dass Sie den schon vorbereitet haben. Also wir schauen uns den Fall Technology Austria an. Die X Technologies AG ist eines der führenden österreichischen Unternehmen im Bereich der Elektrotechnik. Sie verfügt über die Gewerbeberechtigung, Herstellung und Vertrieb von industriellen Erzeugnissen auf dem Gebiet der Elektronik. Sie ist daher Mitglied des Fachverbands Elektro- und Elektronikindustrie der Wirtschaftskammer Österreich. Der FEEI hat einen Kollektivvertrag mit dem österreichischen Gewerkschaftsbund ÖGB schriftlich abgeschlossen, hinterlegt und kundgemacht. FEEI Kollektivvertrag. Dieser Kollektivvertrag sieht ein monatliches Mindestentgelt von Euro 1.900 vor. Die X Technologies empfindet das monatliche Mindestentgelt als unangemessen hoch. Sie gründet daher mit anderen österreichischen Technologieunternehmen den Verein Technology Austria. In den Vereinsstatuten ist unter anderem eine Bestimmung enthalten, wonach der Verein die Arbeitsbedingungen seiner Mitgliedsunternehmen regeln möchte. Über die Jahre hat der Verein an Bedeutung gewonnen und ihm sind rund 40% aller in Frage kommenden österreichischen Technologieunternehmen beigetreten. Der Verein stellt daher einen Antrag beim Bundeseinigungsamt auf Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit. Dem Antrag wird stattgegeben. Schließlich tritt man auch mit dem ÖGB, also auf Arbeitnehmerseite, in Verhandlungen und einigt sich auf einen Kollektivvertrag, der TA-Kollektivvertrag, also Technology Austria. Dieser sieht ein monatliches Mindestentgelt von Euro 1.700 vor. Der Kollektivvertrag tritt mit 01.01.2019 in Kraft. Kurze Zeit später erschüttert ein schwerer Korruptionsskandal die österreichische Elektronikindustrie. Auch die Obfrau des Vereins Technology Austria ist darin verwickelt. Da sie sich weigert zurückzutreten, entwickelt sich die Sache zu einem echten PR-Problem. Die Mitgliedsunternehmen treten in Scharen aus dem Verein aus. Auch die X Technologies AG tritt am 30.09.2019 aus dem Verein aus. Am Ende sind nur mehr 5% aller in Frage kommenden Unternehmen auch tatsächlich Mitglieder des Vereins. Dem ÖGB war der TA-Kollektivvertrag ohnehin ein Dorn im Auge. Er stellt daher einen Antrag auf Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit vor dem Bundeseinigungsamt. Dem Verein Technology Austria wird die Kollektivvertragsfähigkeit aberkannt. Der Bescheid wird am 31.12.2019 rechtskräftig und kurz darauf im Amtsblatt zur Wiener Zeitung publiziert. Robert, ein Arbeitnehmer der X Technologies AG, hat aufgrund eines Fehlers in der Personalverrechnung seit August 2019 nur mehr einen Betrag von Euro 1.500 erhalten. Er möchte nun sein Entgelt nachfordern, hat aber keine Ahnung, welches Mindestentgelt ihm eigentlich zusteht. Er ist im Übrigen kein Gewerkschaftsmitglied. Wie hoch ist sein Anspruch? Klar ist es also grundsätzlich einmal, dass es um den Entgeltanspruch des Robert geht. Das heißt, wir sozusagen beginnen unsere Anspruchsgrundlage, wäre mal grundsätzlich irgendwas wie Robert gegen die X Technology AG auf ein gewisses Entgelt. Welches Entgelt das sein wird, schauen wir uns dann genauer an, sozusagen gemäß einem der beiden Kollektivverträge und auch welcher Kollektivvertrag da zur Anwendung kommt, das schauen wir uns dann genauer an. Was also zunächst einmal klar ist, und das wäre sozusagen dann unsere Einleitungsphrase, ist, dass wir einmal prüfen müssen, ob diese beiden Kollektivverträge gültig zustande gekommen sind und ob welcher der beiden Kollektivverträge dann schließlich zur Anwendung kommt. Der erste Punkt, wenn wir einen Kollektivvertrag prüfen, ist natürlich die Kollektivvertragsfähigkeit der abschließenden Parteien. Und dafür schauen wir uns zuerst den FEEI-Kollektivvertrag an. Also das ist der, der zwischen der Wirtschaftskammer und dem österreichischen Gewerkschaftsbund abgeschlossen wurde. Also da haben wir die Wirtschaftskammer mit dem eben Fachverband für die Elektronikindustrie und den ÖGB. Bei der Wirtschaftskammer haben wir bereits gesagt, dass eine gesetzliche Interessensvertretung nach 4 Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz, die ist also ex lege kollektivvertragsfähig, das heißt bei der Prüfung, wenn Sie das hinschreiben, schreiben Sie schlicht und ergreifend, der FEEI, also die Unterorganisation der Wirtschaftskammer, ist ex lege KV fähig,
weil es sich dabei um eine gesetzliche Interessensvertretung handelt. Beim ÖGB ist das grundsätzlich etwas komplizierter, weil es eben eine freiwillige Berufsvereinigung ist. Sie können aber, und das gilt auch für die Prüfung, wenn wir vom ÖGB reden, ausgehen davon, dass dem die Kollektivvertragsfähigkeit rechtskonform verliehen wurde. Sie brauchen da nicht nochmal den ganzen 4 Absatz 2 durchprüfen. Sie schreiben uns schlicht und ergreifend hin, der ÖGB ist KV-fähig, weil es sich um eine freiwillige Berufsvereinigung handelt. Und die sind nach 4 Absatz 2 KV-fähig, wenn Ihnen, und sozusagen das wäre jetzt eine besonders vollständige Lösung, wenn Ihnen die KV-Fähigkeit nach § 5 verliehen wurde. Gut, dann schauen wir uns eben an, ob der FEEI-KV auch wirksam zustande gekommen ist. Also der erste Prüfungspunkt, den haben wir schon abgeschlossen, das ist die KV-Fähigkeit der Parteien. Dann geht es um die Formvorschriften, also Schriftlichkeit, Unterschriftlichkeit, zulässiger Inhalt und kein Verstoß gegen höherrangiges Recht. Wir haben im Sachverhalt, das steht im zweiten Absatz, dass er eben schriftlich abgeschlossen, hinterlegt und kundgemacht wurde. Also diesen Aspekt, das werden Sie ganz oft in den Sachverhalten für die Prüfung finden, das legen wir Ihnen schon sozusagen hin. Sie müssen dann nicht konkret prüfen, ob jetzt die Kundmachung im Amtsblatt rechtskonform war oder nicht, sondern da können Sie einfach davon ausgehen, dass die Formvorschriften eingehalten wurden, weil uns der Sachverhalt sagt, dass er schriftlich abgeschlossen wurde, hinterlegt wurde, kundgemacht wurde. Dann, wo Sie schon sozusagen schön subsumieren müssen, ist der zulässige Inhalt. Hier relevant für uns ist die Mindestentgeltbestimmungen, das sind die Mindestentgeltbestimmungen und das ist ein zulässiger Inhalt nach § 2 Absatz 2 Ziffer 2, weil es eben Mindestentgelt eine typische gegenseitige aus dem Arbeitsverhältnis entspringende Rechten und Pflichten ist. Also das ist eine Pflicht des Arbeitgebers und ein Recht des Arbeitnehmers, dieses Mindestentgelt zu zahlen bzw. zu erhalten. Und offenkundig ist auch, dass es dabei keinen Verstoß gegen höherrangiges Recht gibt. Was man sich überlegen könnte, wäre zum Beispiel, also Sie, wenn wir unterschiedliche Mindestentlohnungen für Arbeitnehmerinnen auf der einen Seite, also Frauen und Männer hätten, dann wäre das vielleicht gleichbehandlungs- oder ganz sicher gleichbehandlungswidrig, dann könnte man irgendwie darauf einsteigen, aber so ist das in Ordnung. Dann schauen wir uns diesen TA-Kollektivvertrag an. Was wir dann natürlich, beziehungsweise was wir noch als Zwischenschritt machen müssten, ist natürlich die KV-Unterworfenheit zu prüfen. Da sagen Sie schlicht und ergreifend, naja, die X Technologies AG ist nach 8 Ziffer 1 Arbeitsverfassungsgesetz Kollektivvertragsangehörig, weil sie Mitglied der Wirtschaftskammer ist. Und Sie beim Robert, der ist ja bekanntlich nicht Gewerkschaftsmitglied, das heißt, er kann dem ÖGB nicht angehören, da verweisen Sie auf den § 12, also dass die Rechtswirkungen des Kollektivvertrags auch für ihn eintreten, weil er eben Arbeitnehmer eines kollektivvertragsangehörigen Arbeitgebers ist. Gut, dann schauen wir uns den zweiten Kollektivvertrag an. Und da geht es jetzt natürlich vor allem darum, dass wir von dieser Technology Austria, also von dieser freiwilligen Berufsvereinigung, prüfen, ob das als rechtskonform abgelaufen ist. Die Technology Austria ist eine freiwillige Berufsvereinigung gemäß 4 Absatz 2 und das prüfen wir jetzt im Detail. Wichtig wäre es jetzt vor allem, einmal zu sagen, ja, okay, das wurde verliehen. Eigentlich wäre ja damit die Prüfung schon wieder zu Ende, weil wenn das verliehen wurde und der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist, dann müssen Sie sich eigentlich nicht mehr damit rumschlagen, ob das Bundeseinigungsamt das auch sozusagen rechtskonform erteilt hat. Aber natürlich bei der Prüfung wollen wir, dass Sie das sozusagen dem grundlegend nachgehen und ein bisschen ausholen. Deswegen schauen wir uns das genauer an. Der erste Punkt wäre, also noch bevor wir die Aufgaben, bevor wir auf die Arbeitsbedingungen zu sprechen kommen, natürlich die freiwillige Mitgliedschaft, das ist offenkundig erfüllt. Dann gehen wir darauf ein, weil sozusagen die freiwillige Mitgliedschaft ist ja schon inhärent ein Teil der freiwilligen Berufsvereinigung, weil eben nur so nach 4 Absatz 2 das nur denen zukommen kann, die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen. Dann haben wir eben wieder, dass sie sich in den Statuten die Aufgabe stellen müssen, die Arbeitsbedingungen zu regeln, den fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich, die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung und die Gegnerinnenunabhängigkeit. Das liegt in diesen Fällen alles vor. Wir schauen uns das kurz an. Stellt sie in den Statuten
die Aufgabe, die Arbeitsbedingungen zu regeln im Sachverhalt oder in der Lösung. Bei der Klausur würden Sie das dann so hinschreiben, dass eben diese Voraussetzung vorliegt, weil der Sachverhalt uns eben sagt, dass Sie sich das in den Vereinsstatuten zur Aufgabe stellen. Das finden Sie im Sachverhalt im dritten Absatz. Dann größerer räumlicher Wirkungsbereich, das ist sozusagen, sagen wir uns jetzt der Sachverhalt nicht explizit, aber das ist gegeben, einfach weil das Technologieunternehmen fachlich relativ breit ist und räumlicher Wirkungsbereich ist auch erfüllt, weil es sich offenkundig auf ganz Österreich bezieht. Maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung, da haben wir gesagt, ist der Schwellenwert diese 8,5%, die haben wir natürlich deutlich überschritten, das finden Sie im vierten Absatz, dass da rund 40% aller Mitglieder oder aller möglichen Mitglieder auch tatsächlich beigetreten sind. Und dann die Gegnerinnenunabhängigkeit, das ist auch klar, weil es ein Verein ist, also eine freiwillige Berufsvereinigung, die nur den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, also Unternehmen, offen steht. Damit können wir davon ausgehen, dass Technology Austria kollektivvertragsfähig ist. Sie wiederholen dann im Schnelldurchlauf die gesamte Prüfung. Also sagen ja die KV, also wenn wir jetzt vom TA-Kollektivvertrag sprechen, also vom Technology Austria Kollektivvertrag, da ist die Kollektivvertragsfähigkeit der Parteien gegeben. Es ist sozusagen schriftlich abgeschlossen, kundgemacht, hinterlegt. Es wurde eine sozusagen arbeitsrechtliche Regelungen abgeschlossen, also es ist der Inhalt gewahrt, es steht nicht im Widerspruch, weil es ja wieder um Mindestlohnbestimmungen geht, es steht nicht im Widerspruch zum höherrangigen Gesetzesrecht etc. pp. Das heißt, auch dieser Kollektivvertrag ist gültig zustande gekommen. Da brauchen Sie natürlich nicht noch einmal beim Österreichischen Gewerkschaftsbund sagen, dass das eine freiwillige Berufsvereinigung ist, der nach 4 Absatz 2 die KV-Fähigkeit zukommt, weil das haben wir eh schon beim ersten Kollektivvertrag besprochen. Und dann sagen Sie nur noch ganz kurz, offenkundig ist ja die X-Technologies Mitglied dieser Technology Austria, damit Kollektivvertragsangehörigkeit nach 8 Ziffer 1 und da hat natürlich auch wieder der ÖGB, also auch beim TA-Kollektivvertrag hat der ÖGB auf Arbeitnehmerinnenseite den Kollektivvertrag abgeschlossen. Der Robert ist immer noch nicht Mitglied und ist deswegen noch immer Außenseiter nach § 12 und dadurch kollektivvertragsunterworfen. Was also irgendwie klar ist, ist, wir haben zwei Kollektivverträge, die zur Anwendung kommen und jetzt müssen wir uns anschauen, welcher sozusagen maßgeblich ist. Und das, sozusagen welcher maßgeblich ist, das sagt uns der § 6 Arbeitsverfassungsgesetz und den schauen wir uns jetzt kurz an. Der sagt nämlich, wird einer freiwilligen Berufsvereinigung die Kollektivvertragsfähigkeit gemäß § 5 Arbeitsverfassungsgesetz logischerweise zuerkannt, das haben wir, das steht im Sachverhalt, dass das zuerkannt wurde, nämlich der TA, der Technology Austria, und schließt diese einen Kollektivvertrag ab, auch das ist passiert, so verliert die in Betracht kommende gesetzliche Interessensvertretung hinsichtlich der Mitglieder der Berufsvereinigung, also hinsichtlich in unserem Fall der Technology Austria, die Kollektivvertragsfähigkeit für die Dauer der Geltung und für die Geltungsbereiche des von der Berufsvereinigung abgeschlossenen Kollektivvertrags. Das heißt, für alle Mitglieder der Technology Austria, die vermutlich alle gleichzeitig auch Mitglieder der Wirtschaftskammer sind, gilt vorrangig der TA-Kollektivvertrag, also der freiwilligen Berufsvereinigung, geht der gesetzlichen Interessensvertretung vor. Das gilt ohne Günstigkeitsüberlegungen und das gilt sozusagen auch, oder das gilt immer im Ganzen. Also das gilt, es kommt entweder der ganze TA-Kollektivvertrag oder der ganze FEEI-Kollektivvertrag zur Anwendung, auf was ich hinaus will. Hat zum Beispiel der TA-Kollektivvertrag eine bestimmte Regelung nicht, die der FEEI-Kollektivvertrag sehr wohl hat, sagen wir zum Beispiel irgendeine besondere Pensionsregelung, dann kommt es zu keiner partiellen Anwendung des FEEI-Kollektivvertrags, sondern es ist immer nur dann der Kollektivvertrag der freiwilligen Berufsvereinigung. Wir kommen zum Vorrang des TA-Kollektivvertrags. Das heißt, wie Sie sehen, der Kollektivvertrag, dieser TA-Kollektivvertrag wurde mit 01.01.2019 abgeschlossen. Bis dahin hat der Wirtschaftskammer gegolten, der die 1.900 Euro vorsieht und danach gilt sozusagen gelten die 1.700 Euro. Das ist jetzt aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie Sie
gleich merken werden. Weil, wir haben ja da gelesen, dann kommt es zu diesem Skandal und die Ex-Technology AG, also unser Arbeitgeber, tritt aus. Das heißt, es kommt da am 30.09., das sehen Sie in diesem dicken Absatz, das ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Absatz, da sehen Sie, dass die X-Technologies AG aus der Technology Austria austritt. Jetzt könnte man sich, jetzt, oder sozusagen stellen Sie sich einmal die Frage, was das für eine Auswirkung hat. Grundsätzlich rein, wenn wir jetzt, also sozusagen maßgeblich ist dann natürlich der Paragraph 8, Ziffer 1 Arbeitsverfassungsgesetz, weil der sagt, Kollektivvertragsangehörige sind nur die Mitglieder. Das ist jetzt eine sehr grobe Aussage und Sie werden gleich sehen, warum das ein bisschen verallgemeinernd ist. Wenn ich jetzt austrete, dann könnte man auf den ersten Blick meinen, ich bin kein Mitglied mehr, also kann ich dem TA-Kollektivvertrag auch gar nicht mehr angehören. Da müssen Sie aber dann genau den Paragraph 8 Ziffer 1 lesen. Der sagt nämlich, Kollektivvertragsangehörig sind, sofern der Kollektivvertrag nichts anderes bestimmt, innerhalb seines räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereichs, und jetzt sozusagen volle Aufmerksamkeit, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektivvertrags Mitglieder der am Kollektivvertrag beteiligten Parteien waren oder später werden. Das heißt, wenn Sie genau nachdenken, was uns die Ziffer 1 sagt, ist, dass es der Ziffer 1 eigentlich überhaupt nicht darum geht, ob man aktuell Mitglied ist. Es geht nur darum, ob man zum Zeitpunkt des Abschlusses Mitglied war oder später wurde. Und jetzt rein aus der Sicht der Ziffer 1 gesprochen, würden wir sagen, naja, dass die X-Technologies AG da austritt, das änderte überhaupt nichts, weil sie war ja trotzdem am 01.01.2019 Mitglied der KV-abschließenden Partei, nämlich der Technology Austria, dass sie später austritt. Darauf stellt der 8 Ziffer 1 nicht ab. Sozusagen, und in diesem Fall jetzt Gedankenstrich. Also wir stellen uns die Frage, auf wen, welches Entgelt gilt hier. Und da hat die sozusagen die Lehre und Rechtsprechung, hat aber die sogenannte Fortwirkung erfunden. Das heißt, unabhängig davon, auch wenn meine Mitgliedschaft beendet ist, das haben wir ja gesagt, darauf stellt, auf die aktuell aufrechte Mitgliedschaft, stellt der 8 Ziffer 1 nicht ab. Das heißt, auch wenn ich austrete und die Mitgliedschaft dadurch verliere, wirkt der Kollektivvertrag sozusagen fort. Das gilt aber nach Lehre und Rechtsprechung nur solange kein anderer Kollektivvertrag für mich zur Anwendung kommt. Und natürlich, wenn ich dort ausgetreten bin, dann kommt auch natürlich der Paragraph 6 für mich als Arbeitgeber, also für unsere X-Technologies AG, nicht mehr zur Anwendung. Und dadurch kommt dann wieder der Wirtschaftskammer-Kollektivvertrag, also dieser FEEIKV, zur Anwendung. Und deswegen kommen wir zu den Euro 1900. Da ist jetzt wichtig, wir lesen noch einmal den Paragraphen 6, weil der sagt uns sehr konkret, okay, freiwillige Berufsvereinigung, bla bla bla, der wird die KV-Fähigkeit zuerkannt, die schließt diesen KV ab und dann, so verliert die in Betracht kommende gesetzliche Interessenvertretung, und jetzt Aufmerksamkeit, hinsichtlich der Mitglieder der Berufsvereinigung die KV-Fähigkeit. Und ich bin aber dann nicht mehr Mitglied und dadurch kommt auch dieser Vorrang für mich nicht mehr zur Anwendung, dadurch gilt dann auch wieder der Wirtschaftskammer KV für mich und eben die Fortwirkung, so wie es Lehre und Rechtsprechung wollen, sagt. Es gibt schon die Fortwirkung, aber so, nur so lange kein neuer Kollektivvertrag oder alter Kollektivvertrag, also neuer zur Anwendung kommt oder alter wieder auflebt. Nur so lange gilt die Fortwirkung und wir haben da ja wieder einen alten Kollektivvertrag und deswegen ist der wieder maßgeblich. Dazu kommen wir dann auch noch gleich in der Variante. Wichtig ist, dass Sie jetzt schon mitdenken, die Fortwirkung nach § 8 ist nicht ganz was anderes, aber doch etwas anderes als die Nachwirkung nach § 13. Gut, aber das heißt, wenn der Robert seit August 2019 zu wenig bekommen hat, dann, und sagen wir, das ist sozusagen, das spielt jetzt, dann sind zwei verschiedene Kollektivverträge für den Zeitraum auf ihn anwendbar. Für August und September kriegt er noch die 1700, ab Oktober, November, Dezember und so weiter kriegt er wieder dann die 1900. Ich hoffe, das ist klar, sonst schreiben Sie das gern in den Chat.
Und wir schauen uns jetzt noch kurz die Variante an und Sie werden merken, ich mache das jetzt, ich ziehe ein bisschen an mit dem Tempo. Sie werden merken, dass die Variante grundsätzlich zwar unterschiedliche Sachverhalte sind, aber rechtlich dasselbe bedeutet. Da ist nämlich Variante 1, ändert sich etwas, wenn die X-Technologies AG nicht austritt, sondern bis zum bitteren Ende, also wo dann Technology Austria die Kollektivvertragsfähigkeit aberkannt wird, Mitglied des Vereins bleibt. Und ändert sich etwas für Robert, wenn der ÖGB nicht die Aberkennung der KV-Fähigkeit beantragt, sondern schlicht mit Wirkung zum 31.01.2020 den KV kündigt. Da geht es also nicht darum, dass der Arbeitgeber, mit dem der Robert sein Arbeitsverhältnis hat, aus dem Anwendungsbereich sozusagen des Kollektivvertrags rausgeht, sondern dass der Kollektivvertrag selber untergeht. Entweder indem die KV-Fähigkeit aberkannt wird, das hat natürlich ex lege auch den Untergang des Kollektivvertrags zur Folge, weil dann die eine abschließende Partei nicht mehr KV-fähig ist und wie Sie in der Voraussetzungskette ja sehen können, ist es eine Voraussetzung, dass überhaupt ein gültiger KV zustande kommt und bei der Kündigung ist es auch der KV, der selber erlischt. Und da geht es dann um die Nachwirkung und die finden wir in § 13 und auch das lesen wir uns kurz durch. Die Rechtswirkungen des Kollektivvertrags bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn erfasst waren, so lange aufrecht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer Kollektivvertrag wirksam oder mit den betroffenen Arbeitnehmern nicht eine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen wird. Das heißt, es geht schlicht und ergreifend wieder um die Frage, nur diesmal zeitversetzt, was gilt ab dem 31.01.2020. Also der 31.01.2020 ist in der einen Variante der Tag, wo die KV-Fähigkeit sozusagen wirksam aberkannt wird und in der Variante 2 das Ende der Kündigungsfrist. Und da schauen wir jetzt in die Nachwirkung des Paragraphen 13. Und nur ganz kurz allgemein zur Nachwirkung. Die Nachwirkung sagt eben, ähnlich wie die Fortwirkung, dass der Kollektivvertrag auch noch weiter gilt, selbst wenn es ihn eigentlich nicht mehr gibt. Aber nur für die, die sozusagen vor Ende noch erfasst waren, also nur die irgendwann einmal noch im normativen Kollektivvertrag drin waren, das heißt im Umkehrschluss nach Wegfall des Kollektivvertrags, sei es durch Aberkennung der KV-Fähigkeit oder durch die Kündigung. Für neu eintretende Arbeitnehmer, die erst danach eintreten, kann es nicht mehr gelten. Aber die Altarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sind noch von der Nachwirkung erfasst. Die Nachwirkung endet aber, wenn ein neuer Kollektivvertrag zur Anwendung kommt oder ich kann auch Einzelvereinbarungen abschließen. Das heißt zum Beispiel, Mindestentgeltbestimmungen sind ja grundsätzlich relativ zwingend. Das heißt, ich kann nur zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Besseres vereinbaren, aber ich kann nichts Schlechteres für sie vereinbaren. Bei der Nachwirkung könnte das. Da werden alle Kollektivvertragsbestimmungen voll dispositiv. So, wir haben aber jetzt grundsätzlich den Fall, wo eben, wir lesen nochmal den § 13, die Rechtswirkung des Kollektivvertrages bleiben nach seinem Erlöschen für Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn erfasst waren, so lange aufrecht, als es für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer Kollektivvertrag wirksam wird. Und da ist jetzt natürlich wieder klar der Fall. Grundsätzlich ist ja der TA-Kollektivvertrag nur auf uns zur Anwendung gekommen, weil der § 6 einen Vorrang eingeräumt hat. Ist jetzt gibt es den TA-Kollektivvertrag nicht mehr, dann fällt natürlich auch logischerweise der Vorrang weg und es gilt für die Technology Austria, für unsere Ex-Technologies AG, wieder nur der FEEI-Kollektivvertrag und es tritt genau der Fall ein, auf den die Nachwirkung unter anderem abstellt und es gilt dann wieder die 1900. Noch als letzte Unterscheidung zwischen Nachwirkung und Fortwirkung, Sie können sich das auch so merken. Bei der Fortwirkung geht es um Fälle, wo einzelne Mitglieder, also Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, aus dem Verband, aus der Körperschaft austreten. Das hat nichts damit zu tun, ob diese freiwillige Berufsvereinigung ZB noch KV-fähig ist und es hat nichts damit zu tun, was mit dem Kollektivvertrag passiert, sondern das ist rein aus der Sicht des Einzelnen, in der Regel Arbeitgebers, also Unternehmens, seltener Arbeitnehmer gesprochen, dass die weg aus der Mitgliedschaft sind. Dann haben wir die Fortwirkung. Die Nachwirkung hat hingegen das
vor Augen, dass das Ganze drum an sich wegfällt. Also es ist entweder der KV wird gekündigt und ist dann damit natürlich sozusagen rechtlich kein KV mehr, sondern hat eben nur mehr diese Nachwirkung, oder der KV fällt weg, weil die Freiwillige Berufsvereinigung oder besser gesagt, weil die Körperschaft, um die es geht, ihre Qualifikation als Freiwillige Berufsvereinigung aberkannt wird. Eine kleine Falle, die wir, also sozusagen dieser Fall, den wir gerade besprochen haben, ist ein Klausurfall, den ich stark abgeändert habe von ein paar, von, also den haben wir vor ein paar Semestern gemacht. So. Und was da beim Klausurfall noch ein bisschen eine Allgemeinheit war, die wir eingebaut haben, war, dass zwar zum Beispiel die Mitgliederzahl abgesunken ist, also unter diese 8,5%, dass aber das Bundeseinigungsamt die KV-Fähigkeit nie aberkannt hat. Und da ist natürlich sowohl die Zuerkennung als auch die Aberkennung ist konstitutiv. Das heißt, unabhängig davon, ob ich die Voraussetzungen des 4 Absatz 2 erfülle, bin ich erst KV-fähig, wenn das Bundeseinigungsamt mir die KV-Fähigkeit zuerkennt. Und genauso ist es, wenn ich die Voraussetzungen des 4 Absatz 2 nicht mehr erfülle, bin ich noch immer KV-fähig, solange eben nicht das Bundeseinigungsamt was anderes sagt. Nur so viel noch dazu. Gut, haben wir noch was? Na, das ist sozusagen der Paradefall, wo es einmal alles wesentliche Klausurrelevante durchprüfen können, was mit KV-Fähigkeit und KV-Unterworfenheit zu tun hat. Und jetzt beschäftigen wir uns noch mit etwas, das unter dem Stichwort Mehrfachkollektivvertragsangehörigkeit firmiert. Da geht es natürlich um Sachen um die relativ primitive Erkenntnis, dass natürlich große Unternehmen extrem viele Gewerbeberechtigungen haben. Schauen Sie sich das ruhiger mal selber an. GISA-Auszüge sind gratis. Das können Sie einfach im Internet, wenn Sie GISA googeln, also diese Gewerberechtsauszüge, können Sie das einfach machen und dann geben Sie einmal ein großes Unternehmen ein. Dann werden Sie sehen, dass manche Unternehmen 20, 30, 50 Gewerbeberechtigungen haben und natürlich verleiht jede dieser Gewerbeberechtigungen eine KV-Angehörigkeit oder nicht immer verschiedene, aber natürlich bin ich aufgrund dieser Gewerbeberechtigung in der Regel dann wieder Mitglied einer bestimmten Unterorganisation der Wirtschaftskammer und diese Unterorganisation hat dann wieder einen spezifischen Kollektivvertrag abgeschlossen. Wir machen gleich zwei Beispiele dazu und dieses Prüfungsschema wenden wir dann gleich auf die Fälle an. Ein beliebtes Beispiel oder sozusagen ein wichtiger Fall, wo man das schön illustrieren kann, sind diese Tankstellen mit angeschlossenem Supermarkt, die Sie vielleicht oder ganz sicher kennen. Da ist es natürlich so, dass sozusagen, sagen wir, das ist ein Tankstellenbetreiber und der braucht natürlich eine Gewerbeberechtigung für seine Tankstelle und eine für seinen Supermarkt. Die Tankstelle, das ist ein eigener Fachverband innerhalb der Wirtschaftskammer, die hat den Kollektivvertrag für Tankstellenarbeiter abgeschlossen. Und der Supermarkt ist natürlich Sparte Handel und da gibt es verschiedene Fachverbände innerhalb der Sparte Handel, die den Handelskollektivvertrag abgeschlossen haben. Wenn Sie jetzt jemanden bei Ihrer Tankstelle beschäftigen, werden Sie also der Frage nachgehen müssen, welcher Kollektivvertrag kommt auf den zur Anwendung. Und das ist auch das, was man sozusagen, Studentinnen und Studenten sind oft verwirrt, dass es da diese zwei Prinzipien gibt, Tarifpluralität und Tarifeinheit, die sich scheinbar widersprechen, ist zugegeben einfach verwirrend. Sie merken sich, Tarifeinheit bedeutet, dass auf ein Arbeitsverhältnis immer nur ein Kollektivvertrag zur Anwendung kommen kann, ausnahmslos. Das bedeutet, wenn wir da einen Arbeiter beschäftigen, der in unserem Tankstellen-Supermarkt arbeitet, dann müssen wir uns irgendwie dafür entscheiden, ob wir auf den Tankstellen-KV oder den Handels-KV zur Anwendung bringen. Und da sozusagen gibt uns der Paragraph 9 ein Programm vor. Also Sie prüfen einfach den Paragraphen 9 Arbeitsverfassungsgesetz durch. Und der sagt in Absatz 1, naja, wenn du in einem Unternehmen zwei Betriebe hast,
dann kommt auf jeden Betrieb der jeweilige Kollektivvertrag zur Anwendung. Wenn also unsere Tankstelle komplett getrennt wäre, eben der eine Betrieb wäre der Tankstellenbereich, der andere Betrieb wäre der Supermarkt, dann würde für Arbeitnehmer im Supermarkt der Handels-KV zur Anwendung kommen, im Tankstellenbereich der Tankstellen-KV. Und für jemanden, der in beiden Gebieten gleichermaßen eingesetzt wird, das sagt dann der Paragraph 10, aber das schauen wir uns jetzt dann erst später an. Gut, das sind aber offenkundig nicht zwei getrennte Betriebe, weil da geht es um, sind die räumlich weit auseinander, wie schaut das fachlich und organisatorisch aus, werden die komplett getrennt geführt, sind das sozusagen aber da, das ist ja jetzt sozusagen sehr trivial ausgedrückt, ein Wirtschaftsfluss, da fährt jemand hin, um sein Auto aufzutanken und dann geht es ja noch rein und kauft sich halt Leberkässemmel für die Weiterfahrt. Es könnten aber zum Beispiel, und das, auf das stellt der Absatz 2 ab, zwei Betriebsabteilungen sein. Ich schaue, wie das vielleicht sogar noch durch, ja genau, da habe ich noch Grafiken. Also das wäre sozusagen zwei verschiedene Betriebe. Das wäre einmal die Tankstelle und einmal der Supermarkt. Dann sagt das Gesetz, naja, es reicht auch aus, wenn du zwar nur einen Betrieb hast, dort aber ganz streng getrennt zwei fachlich und organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen hast. Was das bedeutet, fachlich und organisatorisch, schauen wir uns gleich noch an. Wenn wir aber den Fall haben, dass wir einen Betrieb haben, wo keine fachlich und organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen sind, also einen einheitlichen Betrieb. Das kann zum Beispiel, das können durchaus zwei Betriebsabteilungen sein, die fachlich getrennt sind, aber vielleicht nicht organisatorisch getrennt sind. Das ist wahrscheinlich unsere Tankstelle mit Supermarkt wäre so ein Fall. Das wäre ein Betrieb mit zwei Betriebsabteilungen, die sind zwar fachlich getrennt, weil die einen machen eben irgendwas mit Handel und die anderen betanken das Auto. Sie sind aber in der Regel nicht organisatorisch getrennt, weil da geht es darum, wird das getrennt abgerechnet, gibt es in jedem Bereich eine eigene Führungskraft etc. Das liegt bei dieser Tankstelle vermutlich nicht vor, sondern da wird es vermutlich eine Filialleitung geben, die sowohl auf den Handel als auch auf die Tankstelle schaut. Also wenn wir einen sogenannten Mischbetrieb haben, dann geht es um die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung. Da schauen wir uns dann sowas an wie Umsatzzahlen, also mit welchem Bereich wird mehr Geld umgesetzt, in welchem Bereich sind mehr Arbeitnehmer beschäftigt, wo sind die teureren Betriebsmittel etc. pp. Oder bei der Tankstelle hat der OGH das sehr intuitiv gelöst. Der hat gesagt, naja, welcher Teil, also wir gehen da zurück zu unserer Tankstelle, welcher Teil von dieser Tankstelle mit Supermarkt ist wirklich wirtschaftlich ausschlaggebend? Warum konsumieren Leute was? Sind das Leute, die tanken gehen und dann halt, weil es sich gerade anbietet, auch noch etwas einkaufen? Oder sind es Leute, die primär was einkaufen wollen und nebenbei auch noch ihr Auto auftanken? Und da hat der OGH entschieden, das ist ganz eindeutig so, dass da Leute primär ihr Auto tanken wollen und nur sozusagen, weil es sich halt anbietet, auch noch was einkaufen, aber nicht umgekehrt. Und deswegen ist die Tankstelle wirtschaftlich maßgebend und in unserem Mischbetrieb für einen Arbeiter, der grundsätzlich sowohl dem Tankstellenarbeiter-Kollektivvertrag angehört, als auch dem Handelsarbeiter-Kollektivvertrag, auf den würde dann der Tankstellenarbeiter-Kollektivvertrag zur Anwendung kommen. Und auch da ist wieder wichtig, ohne Günstigkeitsüberlegungen. Das heißt, auch wenn der Tankstellenarbeiter-Kollektivvertrag viel niedrigere Mindestlöhne vorsieht, sind die dann verbindlich. Gut, dann, wenn wir auch keine maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung, also das, was im neuen Absatz 3 geregelt ist, festmachen können, dann schauen wir noch in den Absatz 4 und der sagt, und das ist eine Bestimmung, die oft nicht ganz leicht zu verstehen ist, dass unbeschadete Zahl der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer der Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, wo eben mehr Leute beschäftigt sind. Und dieses unbeschadete Anzahl im Betrieb bedeutet österreichweit. Also wenn wir jetzt, sagen wir fingiert, zum Ergebnis kommen würden, naja, Tankstelle und Supermarkt sind wirtschaftlich gleichbedeutend, dann würden wir nicht schauen, wo in diesem Betrieb mehr Leute beschäftigt sind, Tankstelle oder Handelsbetrieb, sondern wir würden schauen, wo österreichweit mehr Leute beschäftigt sind, Handel oder Tankstelle. Und da wäre es wohl ganz eindeutig der Handel. Das heißt, unser Tankstellenarbeiter, wenn wir jetzt unseren fiktiven Mischbetrieb hätten, wo es keine wirtschaftliche Bedeutung gibt, also wo die Prüfung nicht schon mit Absatz 3 endet, dann würden wir auf den Absatz 4 gehen und sagen, er ist ein Handelsarbeiter.
Gut, noch zwei schnelle Beispiele, damit Sie sich das vorstellen können, von was wir reden. Das eine wäre der IKEA. Das kennen Sie, der Möbelverkauf ist natürlich Handelskollektivvertrag, also Einrichtungsgeschäft. Und dann gibt es aber auch noch dieses Restaurant, auf den grundsätzlich der Gastgewerbekollektivvertrag zur Anwendung kommt. Da ist es jetzt sozusagen, das weiß ich nicht, das sind nur meine Vermutungen, aber wir können einmal relativ safe davon ausgehen, dass das nicht zwei getrennte Betriebe sind, weil es sozusagen innerhalb einer organisatorischen Einheit auch räumlich sehr eng miteinander verwurzelt ist, etc. Also das ist ja auch nicht irgendwie gesondert, der Restaurantbereich, sondern da gehen sie ja sozusagen durch. Also zwei Betriebe sind es jedenfalls nicht. Es könnten zwar Betriebsabteilungen sein, fachlich getrennt ist es ganz sicher, weil sich die fachliche Trennung immer daraus ergibt, dass das eine eben Handel und das andere Gastronomie ist. Die organisatorische Trennung, da müssten wir darauf abstellen, eben gibt es da verschiedene Führungskräfte, wird das getrennt abgerechnet, sozusagen wird das, was weiß ich, verwenden die einen Personaleingang etc. Das könnte man sich dann überlegen. Und es muss immer beides kumulativ vorliegen, also fachlich und organisatorisch. Wenn eines von beiden wegfällt, bin ich nicht mehr im 4 Absatz 2, sondern habe einen Mischbetrieb und muss mir mit dem 9 Absatz 2, sondern dann muss ich, wenn ich, habe ich einen Mischbetrieb und muss in den 9 Absatz 3 und 9 Absatz 4 schauen. So, angenommen, ich hätte jetzt nur fachlich getrennte Betriebsabteilungen, aber nicht organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen, da muss ich wieder schauen, was ist die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung. Das wäre beim IKEA wohl ganz eindeutig das Einrichtungsgeschäft. Und dann würden alle Arbeitnehmer, auch die, die in der Gastronomie und ausschließlich in der Gastronomie arbeiten, würden dann dem Handelskollektivvertrag für das Einrichtungsgeschäft unterliegen. Ähnliches Beispiel ist die Dots PS GmbH betreibt die Pratasana, sozusagen gleich in der Nachbarschaft der WU. Die hat auch zwei Gewerbeberechtigungen. Das eine ist logischerweise Gastgewerbe, das andere ist ein Kollektivvertrag für Badeanlagen. Ist die Gewerbeberechtigung für Badeanlagen, der den Kollektivvertrag für Bäder, Saunen und Solarienbetriebe vermittelt. Das heißt grundsätzlich, wenn Sie zum Beispiel Kellner oder Kellnerin in der Pratasana sind, dann kommen beide gehören sie beiden Kollektivverträgen an, vielleicht weil sie Gewerkschaftsmitglied sind oder sonst über die Außenseiterwirkung. Was wir sagen können ist, das sind sicher nicht zwei getrennte Betriebe. Es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass das zwei sowohl fachlich als auch organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen sind. Und auch da würden wir wieder auf die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung abstellen. Und das hätte da natürlich bei der Pratasana ganz klar der Gastgewerbebetrieb. Das heißt, auch wenn es jetzt zum Beispiel der Lifeguard am Pool der Pratasana wären, dann würden sie nicht nach einem Kollektivvertrag für Bäder sozusagen entlohnt werden, sondern nach einem Kollektivvertrag fürs Gastgewerbe. Gut, passt. Das hätten wir jetzt durchbesprochen. Was wir dann noch haben, ist der Paragraph 10. Und der Paragraph 10 beschreibt den Fall, dass wir einen Arbeitnehmer haben, wo wir zwei Betriebe oder zumindest zwei Betriebsabteilungen haben und diese Person in beiden Betriebsabteilungen beschäftigt ist. Also gehen wir ganz kurz wieder vor zu unserem, machen wir das IKEA-Beispiel. Wir haben gesagt, das wird in der Regel kein Betrieb sein, also nicht zwei getrennte Betriebe und auch nicht zwei getrennte Betriebsabteilungen. Es wird in der Regel ein Mischbetrieb sein. Mischbetrieb bedeutet dann im Ergebnis, wegen der maßgeblichen wirtschaftlichen Bedeutung, dass sowohl auf die Berater und Beraterinnen, die Ihnen erklären, wie Sie einen Bugs-Kleiderschrank zusammenstellen, der Handelskollektivvertrag zur Anwendung kommt, genauso wie für die, die im Restaurant, also eigentlich in der Gastronomie beschäftigt sind. Gehen wir jetzt aber einfach nur for the sake of the argument davon aus, dass IKEA zwei vollkommen getrennte Betriebsabteilungen hat. Also auf der einen Seite Handel und auf der anderen Seite Gastgewerbe. Wenn wir da jetzt eine Arbeitnehmerin haben, die sowohl, sagen wir, Montag bis Mittwoch Bugs-Kleiderschränke verkauft und Donnerstag bis Freitag in der Küche beim IKEA arbeitet, dann gilt auch dort grundsätzlich, oder nicht nur grundsätzlich, sondern immer der Grundsatz der Tarifeinheit. Das heißt, auch wenn die in zwei getrennten Betriebsabteilungen arbeitet, kommt für sie immer nur ein einziger Kollektivvertrag zur Anwendung. Und da geht es nach 10 Absatz 1 wieder darum, oder ganz einfach darum, wo wird die überwiegend eingesetzt. Wenn sie Montag bis Mittwoch, also 3 Tage die Woche im Handel arbeitet und 2 Tage die Woche nur im Gastgewerbe, dann kommt für sie der Handels-KV zur Anwendung. Wiederum
unabhängig von Günstigkeitsüberlegungen, als auch dann, wenn der Handelskollektivvertrag ein niedrigeres Entgelt vorsehen würde. So. Wenn das nicht möglich ist, das nach sozusagen zeitlichen Überwiegen zuzuordnen, also wenn die zum Beispiel eine 4-Tage-Woche hat und 2 Tage dort und 2 Tage dort arbeitet, dann geht es wieder darum, wo in Österreich mehr Leute beschäftigt sind, Handel oder Gastgewerbe, und dann unterliegt sie dem Kollektivvertrag. Was also klar ist und was jetzt klar sein sollte, bei der Klausur aber offenkundig häufig nicht klar ist, ist, dass der Paragraph 10, dieses Springer-Problem, nur dann oder sich diese Frage nur dann stellen kann, wenn ich entweder einen Fall des 9 Absatz 1 oder zumindest des 9 Absatz 2 habe, wenn ich also entweder 2 getrennte Betriebe habe oder zumindest 2 getrennte Betriebsabteilungen. Wenn ich zum Beispiel zum Schluss komme in einen Mischbetrieb, dann gibt es kein Springer-Problem, weil wenn ich einen Mischbetrieb habe und sage, das sozusagen sind nicht organisatorisch und fachlich getrennte Betriebsabteilungen, also Einrichtungsgeschäft und Restaurant sind zum Beispiel organisatorisch nicht getrennt. Auch auf die Leute im Restaurant kommt der Handelskollektivvertrag aufgrund der maßgeblichen wirtschaftlichen Bedeutung zur Anwendung. Dann bedeutet das natürlich auch, dass es vollkommen unerheblich ist, wenn ich eine Person habe, die in beiden Bereichen gleichermaßen eingesetzt ist, weil für die dann natürlich auch immer nur der Handelskollektivvertrag zur Anwendung kommt. Ich hoffe, das ist klar. Also noch einmal ganz kurz, wenn schon bei der maßgeblichen wirtschaftlichen Bedeutung schon für den Koch oder die Köchin im Restaurant vom IKEA nur der Handels-KV zur Anwendung kommt, dann gilt das natürlich auch für die Springerin. Gut, dann springen wir da alles durch. Da haben wir die 2 Fälle des 10 Absatz 1 und des 10 Absatz 2, also grundsätzlich zeitliches Überwiegen. Wenn ich kein zeitliches Überwiegen habe, dann wieder unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb die größere Zahl der Arbeitnehmer des fachlichen Wirtschaftsbetriebes, Bereichs, Entschuldigung. So, und jetzt schauen wir uns den Studentenwohnheimsfall an. Das ist eigentlich ein sehr bekannter Fall, das war so ein Landmark-Case, ich habe Ihnen auch die Geschäftszahl da aufgeschrieben, das ist OGH 9 OBA 139 aus 2005 IDA. Und ich habe aber diesen Fall etwas abgewandelt und wir gehen ihn gleich durch. Der S-Living GmbH gehören 2 nebeneinander liegende Häuser in Wien-Otterkring. In einem der beiden Häuser betreibt sie ein Hotel. Sie verfügt daher auch über die entsprechende Gewerbeberechtigung und ist Mitglied des entsprechenden Fachverbands, der WKÖ. Dieser Fachverband hat mit dem ÖGB einen Kollektivvertrag mit einem Mindestentgelt von €1.800 abgeschlossen. Im anderen Gebäude betreibt die S-Living GmbH ein Studentinnenwohnheim. Für Studentinnenwohnheime, fällt der E, gibt es keine Gewerbeberechtigung und es gilt für sie auch sonst kein Kollektivvertrag. Damit Studentinnen der WU ein schönes Übungsbeispiel zur Vorbereitung auf die Endklausur haben, führt die S-Living GmbH das Hotel und das Studentinnenwohnheim als organisatorisch streng getrennte Betriebsabteilung. Es erfolgt eine getrennte Buchhaltung und sowohl Hotel als auch Wohnheim haben eine eigene Geschäftsführung. Milica ist eine Arbeitnehmerin der S-Living GmbH. Als einzige Arbeitnehmerin wird sie sowohl im Hotel als auch im Wohnheim eingesetzt. Sie arbeitet 2 Tage die Woche im Hotel und 3 Tage die Woche im Wohnheim. Sie erhält ein monatliches Entgelt von 1.700 Euro. Ist das rechtmäßig? Gut. Und wir, wenn wir so einen Fall haben, dann müssen Sie natürlich immer zuerst grundlegend einmal prüfen, wie schaut es mit KV-Angehörigkeit etc. aus. Das heißt, schlicht und ergreifend, einmal wir prüfen durch. Wir haben eh nur einen Kollektivvertrag, das ist nämlich der zwischen der WKÖ und dem ÖGB abgeschlossen wurde. Die WKÖ ist eine gesetzliche Interessensvertretung nach 4 Absatz 1 Arbeitsverfassungsgesetz, der die Kollektivvertragsfähigkeit ex lege zukommt. Der ÖGB hingegen eine freiwillige Berufsvereinigung nach 4 Absatz 2, dem die Kollektivvertragsfähigkeit nach § 5 verliehen wurde.
Dann gehen wir weiter den Kollektivvertrag durch zur Schriftlichkeit, soweit ich das jetzt im Kopf habe, und zu diesen ganzen Publizitätsvorschriften steht jetzt im Sachverhalt nichts näher. Wenn es ein Klausurfall wäre, dann würden wir das kurz klarstellen, dass das alles schriftlich abgeschlossen, ordnungsmäßig hinterlegt und kundgemacht wurde. Und dann sagen wir natürlich noch, dass das Mindestentgelt von 1.800 Euro ein zulässiger Inhalt des Kollektivvertrages nach § 2 Absatz 2 Ziffer 2 Arbeitsverfassungsgesetz darstellt. So, und damit hätten wir unseren Kollektivvertrag sozusagen durchgeprüft und er ist anwendbar. Jetzt könnten Sie natürlich grundsätzlich sagen, naja, aber der 9 und der 10 Arbeitsverfassungsgesetz setzen die Mehrfach-KV-Angehörigkeit heraus. Wenn ich aber nur fürs Hotel einen Kollektivvertrag habe und das Studentinnenwohnheim keinen Kollektivvertrag unterliegt, dann wäre das ja gar nicht anwendbar, was grundsätzlich auch stimmt. Wir haben aber hier einen Fall des 9 Absatz 2 Arbeitsverfassungsgesetz, also grundsätzlich einmal, weil wir fachlich und organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen haben, das stellt der Sachverhalt ja ausdrücklich klar. Fachlich-organisatorisch ist tatsächlich klar, deswegen, weil wir auf der einen Seite das Hotel und auf der anderen Seite das Studentinnenwohnheim haben, also das reicht schon für die fachliche Trennung, dass wir auf der einen Seite eben das Hotel haben, das dem die Gastgewerbeberechtigung braucht, und auf der anderen Seite haben wir das Studentinnenwohnheim, das keine Gewerbeberechtigung braucht, und die organisatorische Trennung habe ich Ihnen ganz klar im Sachverhalt klargestellt. So, und 9 Absatz 2 wird jetzt laut OGH-Rechtsprechung auch analog auf den Fall angewendet, dass ich zwei getrennte Betriebsabteilungen habe, wo ein Teil KV-angehörig ist und der andere KV-freier Raum ist. Das heißt, wir kommen grundsätzlich einmal zum Schluss, dass im Hotel der Gastgewerbekollektivvertrag zur Anwendung kommt und im Studentinnenwohnheim ein kollektivvertragsfreier Raum herrscht. Nur mal ganz kurz zum Durchprüfen. 9 Absatz 1 kommt nicht zur Anwendung, weil wir nicht zwei getrennte Betriebe haben. 9 Absatz 2 Arbeitsverfassungsgesetz kommt zur Anwendung, weil wir auf der einen Seite die fachliche Trennung haben, weil das eine ist Studentinnenwohnheim, das andere ist Hotel, und wir haben auch die organisatorische Trennung, weil das im Sachverhalt ganz klar festgestellt wurde. Und eben der 9 Absatz 2 kommt auch dann zur Anwendung, wenn ich diese Mehrfach-KV-Angehörigkeit habe, sondern auf der einen Seite Mehrfach-KV-Angehörigkeit und auf der anderen Seite kollektivvertragsfreien Raum. Das gilt natürlich dann auch für 9 Absatz 1, wenn ich zwei komplett getrennte Betriebe habe, oder ich dem einen Betrieb einen Kollektivvertrag zuordnen kann und dem anderen, da weiß ich, dass ich eine unternehmerische Tätigkeit ausübe, die zum Beispiel keine Gewerbeberechtigung braucht, ich deswegen nicht Mitglied der Wirtschaftskammer bin und deswegen KV-freien Raum bin, dass das so ist. Dann ist im einen ein Kollektivvertrag anwendbar und im anderen nicht. Diese analoge Anwendung funktioniert aber nur, und das merken Sie sich bitte, beim 9 Absatz 1 und beim 9 Absatz 2, wie das beim 9 Absatz 3 zum Beispiel ausschaut, wenn ich da zwei unternehmerische Tätigkeiten habe, wo eine gewerberechtlich erfasst ist und ich dadurch Mitglied der Wirtschaftskammer bin, und auf der anderen Seite habe ich eine freie Tätigkeit, für die grundsätzlich kein Kollektivvertrag gilt, da schauen wir uns gleich beim Wettbürofall an. Jedenfalls, wir haben 9 Absatz 2 Arbeitsverfassungsgesetz wird analog angewendet. Das heißt, ich habe Hotel- und Studentenwohnheim strikt getrennt und im einen habe ich den Kollektivvertrag für Hotellerie und Gastgewerbe und im anderen den KV-freien Raum. Und dann haben wir die Miliza. Die Miliza, nur einmal zur Erinnerung, die arbeitet 3 Tage die Woche im Wohnheim und 2 Tage die Woche im Hotel. Und das ist jetzt sozusagen das Springer-Problem. Und wie gesagt, das Springer-Problem kann ausschließlich dann
oder das Springer-Problem kann sich ausschließlich dann stellen, wenn wir einen Fall des 9 Absatz 1 oder des 9 Absatz 2 haben. Und wir haben einen Fall des 9 Absatz 2. Deswegen lösen wir jetzt das Springer-Problem nach dem Paragraph 10. Und da hilft uns ja gleich der 10.1 weiter, weil der sagt, na, es kommt auf die überwiegende Tätigkeit an. Die Miliz hat da überwiegende Tätigkeit, weil sie auf der einen Seite 3 Tage die Woche arbeitet und auf der anderen Seite 2 Tage die Woche arbeitet. Und deswegen unterliegt sie dem kollektivvertragsfreien Raum. Und das heißt, die Entlohnung von 1.700 ist okay, obwohl der Kollektivvertrag für das Hotel und Gastgewerbe 1.800 vorsieht, aber der kommt eben für sie nicht zur Anwendung. Damit wir das jetzt noch irgendwie schön verpacken, wäre unsere Anspruchsgrundlage ja grundsätzlich einmal Miliza gegen die S-Living GmbH auf, entweder sie schreiben Leistung von mehr, also 100 Euro mehr pro Monat oder eben Leistung der 1.800 gemäß eben dem Kollektivvertrag fürs Gastgewerbe. Dann schreiben sie, offenkundig ist, dass es da, dass wir da vor allem der KV-Kollision haben, also dass sie vielleicht um organisatorisch, fachlich und organisatorisch getrennte Betriebsabteilungen handelt und die Miliz zudem Springerin ist. Das heißt, wir müssen dieses Problem lösen. Dann schreiben Sie sozusagen, lösen Sie den Fall, wie wir ihn jetzt besprochen haben. Wichtig ist da, prüfen Sie auch den KV selber, also soweit Sie halt können. KV-Abschluss mit KV-Fähigkeit und dann KV-Angehörigkeit. Das ist sozusagen die Vorfrage zur eigentlichen § 9.10 Problematik. Und dann schreiben Sie, naja, nachdem die Miliz dem KV-freien Raum unterliegt, kann sie sich nicht auf die 1.800 berufen. Der Anspruch besteht daher nicht zu Recht. Gut, dann machen wir weiter und jetzt der Wettbürofall. Das ist auch ein echter OGH-Fall, das finden Sie auch in der Unterlage, die Geschäftszahl, das ist ja ganz aktueller. Ferdl betreibt ein Wettbüro in Wien. Für dieses braucht er nämlich keinen Gewerbeschein und Ferdl ist schon immer mit der Staatsmacht auf Kriegsfuß. Deswegen will er halt auch keinen Gewerbeschein. Irgendwo im hintersten Eck gibt es auch noch einen Getränkeautomaten, den die Gäste aber kaum nutzen. Ferdl weiß, dass er für den Getränkeautomaten eigentlich einen Gewerbeschein bräuchte, nämlich einen für die Gastronomie, Betriebsart, Automatenausschank. Das ist ihm aber ziemlich wurscht. Der Getränkeautomat wird alle heiligen Zeiten von Ferdls einziger Mitarbeiterin Ella befüllt. Ansonsten ist Ella aber zum weit überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit mit den Wettannahmen beschäftigt. Der Gastronomie-Kollektivvertrag sieht ein Mindestentgelt von €1.500 vor. Ella verdient bei Ferdl aber nur 1.400. Ferdl sieht überhaupt nicht ein, warum er Ella mehr zahlen sollte. Sein Wettbüro ist ja kein Kaffeehaus. Hat Ella Anspruch auf die zusätzlichen Euro 100 pro Monat. Und das schauen wir uns jetzt kurz im Detail an. Da ist natürlich wieder die Frage, ist der Ferdl mehrfach KV-angehörig? Jetzt wenn Sie sagen, naja, der ist überhaupt nicht KV-angehörig, weil im Wettbüro haben wir sozusagen rechtskonformen kollektivvertragsfreien Raum und für die Getränkeautomaten, die an sich ihr Gastgewerbe wären, Automatenausschank, für die hat er keinen Gewerbeschein gelöst, ist damit natürlich auch nicht Mitglied der Wirtschaftskammer und kann dadurch auch nicht über 8 Ziffer 1 KV-angehörig sein. Da denken Sie jetzt auch bitte an den § 2 Absatz 13 Gewerbeordnung zurück. Der sagt nämlich, naja, wenn du unzulässigerweise sozusagen das Gewerberecht missachtest, also keinen Gewerbeschein löst, deswegen nicht Mitglied der Wirtschaftskammer bist und deswegen auch keinem Kollektivvertrag angehörst, dann wird sozusagen die Angehörigkeit oder die Geltung des Kollektivvertrages für dieses spezifische Unternehmen, also den Arbeitgeber, fingiert. Das heißt, grundsätzlich könnte man wieder sagen, ich glaube, das ist jetzt im Sachverhalt nicht näher gegeben, wir würden wieder durchprüfen, naja, ist der Kollektivvertrag rechtskonform abgeschlossen? Haben wir 2 KV-fähige Parteien, der Gastgewerbe KV wäre wieder von der Wirtschaftskammer und von der Gewerkschaft abgeschlossen, also einerseits auf Arbeitgeberinnenseite gesetzliche Interessensvertretung nach 4 Absatz 1, auf der Arbeitnehmerinnenseite
eine freiwillige Berufseinigung nach 4 Absatz 2, der die KV-Fähigkeit nach § 5 verliehen wurde und so weiter und so fort. Sie prüfen dann, das ergibt sich jetzt nicht aus dem Sachverhalt, bei der Klausur würden wir Ihnen das dann schon hinlegen, nur damit Sie es noch einmal hören und damit sich das Prüfungsschema einfach einprägt. Sie gehen dann eben wieder durch, klassisch Schriftlichkeit, Hinterlegung, Kundmachung. Dann haben wir einen zulässigen Inhalt, Mindestentgeltvorschriften sind klassischerweise ein zulässiger Inhalt nach § 2 Absatz 2 Ziffer 2 Arbeitsverfassungsgesetz, widerspricht auch nicht höherrangigem Recht oder Grundrechten und so weiter. Das heißt, wir haben einmal grundsätzlich diesen Kollektivvertrag. Der Ferl ist eben nicht aufgrund von § 8 Ziffer 1 KV-angehörig, sondern nach § 2 Absatz 13 Gewerbeordnung. Und die Ella ist entweder, wenn sie Gewerkschaftsmitglied wäre, wäre sie nach 8 Ziffer 1 KV-angehörig und sonst über die Außenseiterwirkung nach § 12. Jetzt haben wir eigentlich einen Fall, wo wir keine Mehrfach-KV-Angehörigkeit haben, sondern wir haben nur einen Kollektivvertrag. Wir haben aber gesagt, naja, selbst wenn ich nur einen, also wenn KV-angehöriger Teil und KV-freier Raum kollidieren, dann wende ich zumindest die Paragraphen 9 Absatz 1 und 9 Absatz 2 analog an. Wir schauen uns das kurz an. Ein Fall des 9 Absatz 1, also wir gehen das kurz durch. 9 Absatz 1 ist es sicher nicht, das ist ein einheitlicher Betrieb. 9 Absatz 2 ist es auch nicht. Das ist natürlich wieder fachlich getrennt, weil auf der einen Seite Wettbüro und auf der anderen Seite den Automatenausschank, also Gastgewerbe habe, aber es ist nicht organisatorisch getrennt. Dafür haben wir überhaupt keine Anzeichen im Sachverhalt. Das heißt, es kommt zu keiner analogen Anwendung und wir haben einen Mischbetrieb. Wenn wir aber einen Mischbetrieb aus KV-frei und KV-frei und KV-unterworfen haben, dann greift der 9 Absatz 3 nicht mehr, weil der ist nicht analog anwendbar. Der setzt jedenfalls immer mindestens zwei Kollektivverträge voraus. Das heißt, in dem Fall kommt auch der wirtschaftlich vollkommen unbedeutende hier Gastgewerbe-Kollektivvertrag zur Anwendung, obwohl das ganz offenkundig überwiegend als Wettbüro genutzt wird. Das war genauer, warum das wieder zum OGH gegangen ist, weil der Arbeitgeber argumentiert hat, ich habe das ein bisschen abgewandelt, also zum Beispiel 2 Absatz 13 war da kein Thema, aber der Arbeitgeber hat in dem Fall argumentieren versucht, dass er gesagt hat, naja, mein Getränkeautomat ist so dermaßen wirtschaftlich unbedeutend, dass 9 Absatz 3 analog zur Anwendung zu bringen wäre. Und deswegen der wirtschaftlich bedeutendere Betriebsteil maßgeblich sein soll und deswegen alles als KV-freier Raum behandelt werden soll. Das hat aber der OGH abgelehnt und bei 9 Absatz 3, also eben diese analoge Anwendung, verneint. Gut, das wäre es für heute und wir setzen übermorgen mit Betriebsvereinbarungen und Betriebsübergang durch. Wir haben mit den Studierenden, die auch in meiner Lehrveranstaltung sind, haben wir noch am Freitagvormittag eine kurze Q&A-Einheit und ich habe da auch noch einen Fall zur Mehrfach-KV-Angehörigkeit vorbereitet, falls Sie dann einfach weniger Fragen haben, dass ich Ihnen da noch ein paar spezifische Sachen erklären kann. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, und das gilt natürlich vor allem für die Studentinnen und Studenten meiner Lehrveranstaltung, aber auch für alle anderen, können Sie gerne meine E-Mail-Adresse schreiben. Das würde ich dann am Beginn der nächsten Einheit behandeln. Und ansonsten bedanke ich mich und verabschiede mich bis Donnerstag.